Die Burgruine Hohentwiel im Hegau hat eine faszinierende Geschichte. Die Besiedlung des Berges reicht bis in das 5. Jahrhundert zurück. Die Burg Hohentwiel wurde jedoch erst im Jahr 914 erbaut und diente zunächst Herzog Burkhard III. Und seiner Gemahlin Hartwig als Wohnsitz. Nachdem sie mehrfach den Besitzer wechselte, erwarb schließlich Herzog Ulrich im Jahr 1538 den Berg für das Haus Württemberg. Die Festung Hohentwiel war im Laufe der Jahrhunderte ein frühmittelalterlicher Herzogssitz und eine einfache hochmittelalterliche Burg. Sie war im Besitz verschiedener Adelsfamilien, darunter der Zähringer und Klingenberger. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kam der Hohentwiel mehr und mehr unter den Einfluss und die Herrschaft der Württemberger und die Burg wurde wieder zum Herzogssitz. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Anlage zur württembergischen Staatsfestung ausgebaut und im Dreißigjährigen Krieg fünfmal erfolglos belagert. Nach dem Krieg diente sie als Staatsgefängnis, bis die Anlage 1801 zum Zweiten Koalitionskrieg geschleift wurde. Die Burg und Festung Hohentwiel wurde im 10. Jahrhundert errichtet und im Laufe der Zeit mehrfach erweitert und umgebaut. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg zu einer Festung ausgebaut und mit modernen Verteidigungsanlagen und Bastionen versehen. Das Alexandertor ist ein bemerkenswertes Merkmal der Festungsruine Hohentwiel im Hegau. Das Alexandertor ist ein Teil der Festungsanlage. Die strategische Lage der Festung auf dem 686 Meter hohen Twiel bietet einen natürlichen Vorteil. Die Burg ist von steil abfallenden Felsen umgeben, was ihre Verteidigung erleichterte. Das 9 Hektar große Gelände der Festung war durch gewaltige Festungsbauwerke gesichert. Diese Befestigungen trugen zur militärischen Stärke der einst unbesiegbaren Festung bei. Das Karlstor war ein wichtiger Eingang zur Festung Hohentwiel. Es diente einst als Zugang zur Ruine und ist Teil der beeindruckenden Festungsanlage. Neben ihrer historischen Bedeutung ist die Festungsruine Hohentwiel auch naturhistorisch interessant. Das Gelände, auf dem die Burg erbaut wurde, bietet einen einzigartigen Lebensraum für viele seltene Arten von Flora und Fauna. Die für Besucher zugängliche Festung Hohentwiel ist die größte Burgruine Deutschlands mit einer Fläche von 9 Hektar. Jedes Jahr besuchen über 80.000 Menschen die Anlage und das Hohentwiel-Festival findet hier oben statt. Die Festung Hohentwiel thront majestätisch auf der vulkanischen Quellkuppe des Hohentwiels und bietet nicht nur historische Einblicke, sondern auch atemberaubende Ausblicke über den Bodensee und die umliegende Landschaft. Gehen Sie mit mir auf eine sehr spannende Entdeckungstour in der 9 Hektar großen Burgruine auf dem Hegau-Vulkan. We'll be right back.
In der Unterburg gab es für die Truppen eine Marquetenderei. Ein Marquetender, vom italienischen Mercatante oder Mercadante, ist ein Händler, der militärische Truppen begleitet und die Soldaten mit Waren und Dienstleistungen des täglichen privaten Bedarfs versorgt. Dieser Begriff stammt aus dem mittelalterlichen Militärwesen. Bereits in der Schlacht bei Kadesh zwischen dem alten Ägypten unter Pharao Ramses II. Und den Hethitern unter König Muwatalli II. Im Jahr 1274 vor Christus wurden Marquetenderinnen erwähnt. Im Laufe der Geschichte gehörten sowohl männliche als auch weibliche Marquetender selbstverständlich zum Tross der antiken, spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Heere. Fast jedes Fähnlein der Landsknechte hatte im Mittelalter einen eigenen Marquetender, der die Soldaten als Händler mit Lebensmitteln versorgte. Erkundet hatte, machte ich mich auf den steilen Anstieg zur Oberburg. Die Festungsruine Hohentwil im Hegau ist ein Ort mit einer reichen Geschichte und zahlreichen Legenden. Hier sind einige der faszinierenden Geschichten, die sich um den Hohentwil ranken. Eine der bekanntesten Legenden handelt von der weißen Frau des Hohentwils. Es wird erzählt, dass sie die Geistererscheinungen einer verstorbenen Burgbewohnerin ist. Die weiße Frau soll in den Ruinen der Festung umherwandern und manchmal in der Nähe des Brunnens gesehen werden. Eine weitere Legende besagt, dass auf dem Hohentwil ein versteckter Schatz liegt. Viele haben versucht, ihn zu finden, aber bisher blieb er unentdeckt. Man sagt, dass derjenige, der den Schatz findet, mit Reichtum und Glück belohnt wird. Des Weiteren wird erzählt, dass der Gipfel des Hohentwils ein Ort war, an dem der Teufel seine Tänze aufführte. Die Felsformationen auf dem Berg sollen die Spuren seiner wilden Tänze sein. Herzog Burkhard III. Soll auf dem Hohentwil eine geheime Liebe zu einer Frau namens Hedwig gehabt haben. Die beiden trafen sich heimlich auf dem Berg, aber ihre Liebe endete tragisch. Nach Hedwigs Tod soll der Herzog den Hohentwil zur Erinnerung an sie erbaut haben. Die Festungsruine Hohentwil ist nicht nur ein historisches Denkmal, sondern auch ein Ort voller Mythen und Geschichten. Der Hegau ist eine faszinierende Region im Süden des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg, nordwestlich des Bodensees. Der Name Hegau wurde erstmals im Jahr 787 in der lateinisierten Form in Pago Egauins erwähnt. Der Hegau erstreckte sich von der Südseite des Überlinger Sees und der Stadt Konstanz im Südosten bis zum Hochrhein zwischen Stein am Rhein und Schaffhausen im Südwesten. Im Nordwesten reichte er bis zur Jungen Donau und im Nordosten lag die Stadt Stockach. Die Kernlandschaft des Hegau ist vor allem bekannt für die vulkanisch geprägten Hegauer Kegelberge westlich der Stadt Singen. Die Meereshöhe im Hegau variiert von 395 Metern am Bodensee bis zu 867,2 Metern am Basaltberg Neuheben. Der Hegau wird oft als eine Mischung aus der süddeutschen Toskana und einem geheimnisvollen Zauberland beschrieben. Die Region beeindruckt mit bizarren Vulkanformationen, betörenden Düften, sagenumwobenen Quellen und historischen Flusslandschaften. Der Haupttorturm ist ein bemerkenswertes Merkmal der Festungsruine Hohentwil im Hegau. Der Haupttorturm war ein wichtiger Zugang zur Festung Hohentwil.
Er diente als Eingang für Offiziere, Soldaten und andere Bewohner der Festung. Der lange Bau auf der Festungsruine Hohentwiel war ein vielseitiges Gebäude, das sowohl Stallungen als auch Truppenwohnungen beherbergte. Der lange Bau diente als zentrales Versorgungsgebäude innerhalb der Festungsanlage. Er beherbergte Ställe für die Pferde der Soldaten sowie Wohnungen für die Truppen. Die Stallungen im langen Bau waren für die Pferde der Festung bestimmt. Hier wurden die Tiere untergebracht und versorgt. Neben den Ställen befanden sich im langen Bau auch Wohnräume für die Soldaten. Diese Unterkünfte waren oft einfach und beengt, aber sie boten den Truppen einen Ort zum Ausruhen und Schlafen. Der lange Bau gehörte zur oberen Festung der Burgruine Hohentwiel. Hier lebten und arbeiteten die Soldaten, die die Festung verteidigten. Die Festungsruine Hohentwiel ist ein faszinierendes historisches Denkmal mit vielen Geschichten. Der lange Bau ist ein Zeugnis vergangener Zeit und erinnert daran, wie das Leben auf der Festung einst ausgesehen haben könnte. Ebenfalls gab es auf der Burgruine ein Schulhaus. Hier wurden die Kinder, die auf der Festung Hohentwiel lebten, unterrichtet. Das Back- und Brauhaus auf der Festungsruine ist ein faszinierendes Gebäude, das eine wichtige Rolle in der Geschichte der Festung gespielt hat. Das Back- und Brauhaus war ein zentraler Ort für die Versorgung der Festung. Hier wurden Brot gebacken und Bier gebraut, um die Soldaten und Bewohner zu versorgen. Die Festung Hohentwiel war ein lebendiger Ort mit vielen Menschen, die hier lebten und arbeiteten. Das Back- und Brauhaus sorgte dafür, dass die Truppen und Bewohner mit Nahrungsmitteln versorgt wurden. Heute kann man die Ruinen des Back- und Brauhauses erkunden. Es ist ein Zeugnis vergangener Zeiten und erinnert daran, wie das Leben auf der Festung einst ausgesehen hat. Die Festungsruine Hohentwiel bietet nicht nur historische Einblicke. Man ist auch von ihrer majestätischen Präsenz beeindruckt. Küffnerei ist ein Handwerksbetrieb, der Holzgefäße jeglicher Art herstellt, die auf der Festung benötigt wurden.
Also, ein Küffner ist ein Fassbauer. Der Beruf des Küffners oder Böttchers umfasst die Herstellung von Behältern und Gefäßen, meist aus Holz. Dazu gehören Fässer, Bottiche, Tonnen und andere Holzgefäße. Die Küffnerei hat eine lange Tradition und war früher für die Versorgung von Truppen und Haushalten von großer Bedeutung. Die Küffner stellten nicht nur Fässer für Wein und Bier her, sondern auch andere Holzprodukte des täglichen Bedarfs. Diese wurden in den großen Kellern unterhalb des Gebäudes gelagert. Das fürstliche Haus. Die Ruinen des heute noch sichtbaren fürstlichen Hauses, auch Herzogsschloss genannt, stammen aus den Jahren 1553 bis 1554. Als Herzog Christoph von Württemberg die Anlage repräsentativer und im Stil der Renaissance ausbauen ließ. Doch die Mauern bergen den ältesten Teil der Festungsanlage, nämlich die Reste der Ritterburg aus dem 12. Jahrhundert. Die vierflügelige Anlage des fürstlichen Hauses umschließt einen Hof, der durch ein großes Tor betreten wird. In seinen Mauern sind noch Reste der ehemaligen Ritterburg zu finden. Neben dem Tonnengewölbe des Nordtores ist die Küche der noch am besten erhaltene Gebäudeteil. Die dicken Mauern, die den Hof umschließen, eine Zisterne, Reste eines Rundturms an der Nordostecke, Fenstergewände mit flachen Bögen über den Fensteröffnungen, das ist alles, was heute noch von der Baukunst des Aberlin Tretsch noch zu sehen ist.
Haus auf der Festungsruine Hohentwiel war ein wichtiger Ort für die militärische Versorgung und Lagerung von Waffen, Ausrüstungen und Munition. Das Zeughaus war ein zentraler Teil der Festungsanlage. Hier wurden Waffen, Rüstungen und andere militärische Ausrüstungen aufbewahrt. Das Zeughaus diente der Versorgung der Truppen und der Bereitstellung von Waffen. Es war ein geschützter Ort, an dem die militärische Ausrüstung sicher gelagert werden konnte. Die heutige Festungsanlage Hohentwiel erstreckt sich über mehrere Ebenen und gliedert sich in die untere und obere Festung. Die untere Festung bildet einen wichtigen Teil dieser Anlage. Den Zugang zur Unterfestung gewährt das Alexandertor. Von der oberen Festung hat man einen atemberaubenden Blick auf die untere Festung und in den Hegau. Die Hauptwache auf der Festungsruine Hohentwiel war ein wichtiger Ort für die militärische Organisation und Überwachung. Hier sind einige interessante Informationen dazu. Die Hauptwache diente als zentrale Anlaufstelle für die Truppen und die Festungsbesatzung. Hier wurden Wachdienste organisiert, Befehle ausgegeben und die Sicherheit überwacht. Die Hauptwache war wahrscheinlich in einem strategisch günstigen Bereich der Festung platziert. Von hier aus hatte man einen guten Überblick über das gesamte Gelände. Ein überwältigender Tag auf einer der schönsten und größten Burgruinen in Deutschland geht nun für mich zu Ende. Ein Besuch dieser einmaligen Burgruine ist sicherlich sehr zu empfehlen. Also bis bald, euer Dirk.